Hallo, liebe Leute, zu einem kleinen Let's Play, das sich da nennt Let's Play Travian 5 oder Travian Kingdoms, der fünfte Teil. Ja, ein Browserspiel. Es ist im Moment ganz ruhig. Ich musste mich jetzt gerade im Vorfeld für ein Volk entscheiden. Die Gallier, die Römer oder die Germanen. Die Gallier sind für Anfänger gut geeignet, denn ich bin ein blutiger Anfänger, was Travian angeht. Ich werde dieses Spiel jetzt für ein paar Folgen lang ausprobieren und dann gucken, wie es bei euch ankommt und ob es mir auch Spaß macht und dann eventuell weiterspielen oder nicht. Es ist heute die Vollversion rausgekommen, quasi die Open Beta. Vorher lief der Early Access und die Pre-Alpha-Phase, wie auch immer, und die Closed Beta, wofür ich kein Key hatte. Aber jetzt probiere ich mal die Open Beta aus, denn ich habe von dem Spiel auch schon viel gehört und schauen wir uns das doch einmal an. So, zunächst spricht hier ein dicker Gallier zu uns. Du willst uns von den Räubern befreien? Sehr mutig. Welchen Namen soll ich auf deinen Grabstein schreiben? Natürlich Kid Kaius. Grabstein? Wieso das denn, ey? Endlich Frischfleisch. Dieses Gebiet ist in Räuberhand, Junge. Befreie das Dorf. Das Dorf dort drüben wurde von Räubern überfallen. Die Dorfbewohner sind gefangen. Befreie sie. Greife das besetzte Dorf an. Zunächst klicken wir auf das Dorf. Truppen schicken. Angriff. Dorf von Kid Kaius. Räuberversteck von Räuber. Wähle deine Truppen. Ich habe 12-mal Schwertkämpfer. Und was haben wir hier? Ein Held. Gut, wir verschicken jetzt. Leute, und dann... Wir haben gewonnen, juhu! Warum gibt es denn hier keine Musik? Irgendwie komisch, oder? Oh, danke, du hast unser Dorf befreit, edler Held. Doch die meisten Räuber sind auf einem Raubzug und kommen bald zurück. Bitte hilf uns, das Dorf zu verteidigen. Baue eine Palisade. Mein Dorf. Da klicke ich drauf. Damit kann ich ranzoomen. Oh, schick. Zunächst musst du die Mauer wieder errichten. Nein, Moment, ist ja eine Frau. Zunächst musst du die Mauer wieder errichten, sonst sind wir dem Angriff der Räuber schutzlos ausgeliefert. Alles klar. Ich klicke auf die Palisade an sich. Aha. Jetzt ausbauen auf Stufe 1. Kosten für den Ausbau auf Stufe 1. Ich brauche 160 Holz, 100 Lehm, 80 Eisen und 60 Getreide. Es dauert 30 Sekunden. Bau gestartet, Gebäude fertig. Oh, also waren das 3 Millionstel Sekunden. Zweitens, baue eine Kaserne. Jetzt müssen wir zusätzliche Militäreinheiten zur Verteidigung ausrüsten. Baue dazu eine Kaserne. Alles klar. Ist das das Dorf von Asterix oder so? Alles klar. Neues Gebäude errichten. Rohstofflager, Kornspeicher, Botschaft und die Kaserne. Im Rohstofflager... Na Quatsch, Moment. Da klicken wir jetzt drauf. In der Kaserne können alle Fußtruppen ausgebildet werden. Je weiter die Kaserne ausgebaut ist, desto schneller werden die Truppen ausgebildet. Also ihr seht schon, ich befinde mich hier natürlich im absoluten Tutorial. Aber das muss auch wohl so sein, ne? Sonst kapiere ich natürlich nichts. Mit der Kaserne kannst du nun Truppen ausbilden. Die Phalanx sind ausgezeichnet in der Verteidigung. Bilde 3 Phalanxen aus. Klicken wir drauf und bilden 3-mal Phalanx aus. Als einfache Fußtruppe ist die Phalanx relativ preiswert und schnell zu produzieren. Ja, aller Angriffswert ist allerdings sehr klein. Erst in der Verteidigung zeigt sie ihre Stärke. Gut, dann setzen wir es hoch. Wir brauchen ja 3 und bilden die aus. Truppenbau gestartet. Oh nein, die Räuberhorden stehen schon vor den Toren. Was ist das denn hier? Ist das die Dorfbewohner? Schlage die Angreifer zurück. 3, 2, 1, los geht's. Sieg. Oh, kein Echtzeit. Du hast unser Dorf gerettet. In alter Tradition hängen die Bilder unserer Helden in der Ruhmeshalle des Dorfs. Ein Maler steht schon bereit, ein Porträt von dir anzufertigen. Ach du Schande. Das sieht ja naturgetreu aus, sogar mit Monobraue. Geil, ich bin natürlich eine Frau. Nicht. Ah, da kann man aber hübsche Leute zusammenstellen. Nun gut, pass mal auf. Wir haben als erstes
Sehr schön, ich mag ja sowas, ne? Soll ich das. Ich versuche es erstmal naturgetreu. Nein, erstmal müssen wir den Bart wegmachen. Man kann ja gar nichts sehen. So. Naturgetreu, wie ich so bin, sieht man natürlich meinen lächelnden Mund. Weil ich immer so fröhlich bin. Yeah. Oh. Hahaha. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ein bisschen dumm. So sehe ich auch nicht aus. Eher so. Die Nase. Ich habe natürlich einen Zinken, aber nicht so einen, um Gottes Willen. So einen? Nein. So, oh Gott. So ein. So, das ist ein schöner dicker Zinken, aber nicht zu sehr. Frisur. Was hat denn der liebe Kaius? Der sieht ja fast aus wie mein Kollege von Gameplay. The Walker. Okay, gut. Nein, das nicht, auf keinen Fall. Das sieht ja. Sieht ja aus wie aus so einem Anime. Um Gottes Willen, kein Lockenkopf. Das ist mir zu heldenhaft. Das ist ein bisschen dämlich. Das. Naja, das sieht ja schon wieder aus wie bei Yu-Gi-Oh! Naja, also die Auswahl ist jetzt nicht gerade riesig. Na gut, nehmen wir das nächste. Mund hatten wir ja schon. Die Augenbrauen. Ah, entschlossen, eine Monobraue. Kann ich die Haarfarbe nicht wechseln? Ändern? Nee, keine Monobraue. Monobrauen sind doof. Das ist ja so Wolfgang Schäuble. Kennt denn überhaupt irgendjemand von euch? Mach mal, das sieht so ein bisschen dämlich aus. Ein bisschen retardiert. So, die Augen. Um Gottes Willen. Das hier wird natürlich sehr gut zu mir passen, auch wenn ich keine blauen Augen habe. Aber das sieht richtig dämlich aus. Um Gottes Willen, der sieht aus, als wäre er auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben. Ich war gerade in China zu Besuch. Um Gottes Willen, wie siehst du aus, Junge? Grauenvoll. Ja, ich weiß, was ihr vorhabt. Ha. Das sieht lustig aus. So. Die Ohren. Ohren können wir, glaube ich, relativ normal lassen. Na gut, wenn schon, denn schon. Pass auf, dann machen wir auch direkt den Mund. Dann machen wir den richtig hässlich. Nase kriegt ihr dann richtig fetten Zinken. Frisur. Also vor dem hat auf jeden Fall jeder Angst. Komm, wenn schon, denn schon. Um Gottes Willen, der ist ja voll gruselig. Ja, richtig schön weit auseinanderstehende Augen. Ach, das ist die Haarfarbe. Weiß. Und der Bart noch dazu. Um Gottes Willen, Leute. Nee, das sieht ja schon wieder fast cool aus. Ja, er hat ein Bärtchen wie ich. Da hat doch jeder Angst vor. Aber die Augen sehen noch nicht dämlich genug aus. Er muss noch ein bisschen dümmer gucken. Ja, ausgezeichnet. Die Augenbrauen gefallen mir auch nicht. Die waren noch schön. Ja. Sieht der bescheuert aus, oder? Das Gemälde sieht prächtig aus. So stelle ich mir einen wahren Helden vor. Ja, ich mir aber auf jeden Fall auch. Wir Dorfbewohner haben schon lange nichts mehr gegessen. Um das Dorf herum liegen üppige Felder. Setze sie wieder instand. Nun gut, das Inventar, Quatsch, das Interface öffnet sich uns weiterhin. Wir machen jetzt mal eine Rohstoffansicht. Ah, interessant. Setze ein Getreidefeld instand. Ich muss mal gerade gucken, ob man hier irgendwo Musik anmachen kann. Das ist ja so ruhig. Zeitzone, Geräusche. Ah, es gibt doch Musik.
Ja, das finde ich schon viel besser. Na bitte. Da kommt doch Stimmung auf. Ich habe mich schon gewundert. Ja, wundervoll. Da fühle ich mich direkt viel besser. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Getreidefarm an. Ich muss natürlich was bauen, weil sonst haben meine Leute nichts zu futtern. Ist klar. Die Versorgung ist schon mal gesichert. Hier oben sind meine restlichen Ressourcen zu sehen. Ich habe noch 525 Holz von 800. Ebenso ist es hier mit Lehm, Eisen und Getreide. Es geht zur Neige. Seit jeher ist unser Dorf Teil eines Königreichs. Als neuer Herrscher hast du die Möglichkeit, ihn zu verraten und selbst König zu werden oder mit ihm zusammen für Sicherheit im Königreich zu sorgen. Jetzt muss ich mich entscheiden, wa? Lass mal gerade lesen. Nun gut, dann nehme ich mir wohl das hier, weil ich eher alle Spieler bin. Ich bin überhaupt nicht erfahren und aktiv. Was heißt aktiv? Wahrscheinlich, wenn man regelmäßig online ist. Das geht bei mir natürlich nicht. Also bin ich Statthalter. 7 Tage Anfängerschutz. Ein guter König wird dich bei der Bedarf unterstützen und beraten. Natürlich werde ich jetzt statthalten. Ich hatte gehofft, du entscheidest dich so. Bald schon wirst du ein mächtiger Statthalter sein. Aber der sieht so aufgeregt sein, um Himmels Willen. Aufgeregt aus. Als hätte er gerade irgendwie was zu Hause vergessen noch. Fülle dieses Antragsformular aus, um dich als Statthalter beim König zu registrieren. Hier mein E-Mail-Adresse. Oh, das muss ich jetzt aber... Oh nein. Na gut, das habt ihr nicht gesehen, das habe ich jetzt unkenntlich gemacht, meine ganzen E-Mail-Adressen. Auch das werde ich jetzt unkenntlich machen. So, das habe ich jetzt erledigt. Dein Antrag wurde angenommen und der König heißt dich willkommen. Zusammen könnt ihr Großartiges erreichen. Allerdings haben die Räuber während ihrer schrecklichen Besatzungszeit die Umgebungskarte des Dorfes zerstört. Setze sie wieder zusammen, damit wir uns ein Bild von unserem Königreich machen können. Ah, was ist das denn? Ein einfaches Schieberätsel? Ach, das ist ja leicht. Das ist ja easy, das kriegt ja jeder hin. Ich bin doch der Schieberätsel-Experte. Nee, das ist ja jetzt wirklich nicht schwer. Na komm. Lösung bestätigen, na klaro. Wo möchtest du dein Dorf gründen? Die Entscheidung. Beste Position. Du startest in der Richtung mit dem meisten freien Gebiet. Wenn du später weitere Dörfer gründest, kannst du die Richtung frei wählen. Die Richtung hat keine Auswirkungen. Wenn du dir also nicht sicher bist, mach dir keine Sorgen. Es gibt keine falsche Entscheidung. Na, machen wir es einfach mal so. Flüchtlinge aus einem nahen Tal haben Räuber in unserem Königreich entdeckt. Besiege sie zum Wohl deines Königreichs. Finde die Räuber auf der Karte. Ach toll, wird mir direkt angezeigt hier. Komm, wir gucken uns mal die restliche Karte noch an. Sind das alles andere Spieler? Oder gehört das... Nee, das sind keine anderen Spieler. Das ist einfach... Ups, uiuiui, jetzt bin ich rausgezoomt. Komm, dann zoomen wir noch weiter. Oh, jetzt kommt das Spiel aber nicht mehr hinterher. Bin ich hier unten? Ja. Tatsächlich, ne, das ist Dorf von Stimpfi. Das Dorf von Kild Kaius. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge ins Räuberversteck. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.